Bob Baumann baut normalerweise Häuser. Heute aber eine Website. Weil er sich verantwortlich fühlt und damit es gut wird, informiert er sich. Braucht es ein Impressum? Wenn ja, was muss drinstehen und wohin damit? Nutzt Bob die Site, um private Erlebnisse auf der Baustelle zu bloggen, greift § 55 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrags. Er muss seinen vollen Namen mit Postadresse angeben. Bewirbt er jedoch sein Bauunternehmen, gilt § 5 des Telemediengesetzes und er muss außerdem noch seine E-Mail-Adresse, einen weiteren Kommunikationsweg sowie die Registernummer seines Unternehmens und die zuständige Aufsichtsbehörde angeben. Und gleich wie, es muss ein eigener Menüpunkt sein. Na, ist doch ganz einfach, Bob. Stell dir einfach vor, das Impressum ist der Unterbau der Website. Damit baust du sicher.